Ich begrüße euch direkt mit dem Objekt 140, gespielt von The Best Will Survive. Und ja, Karte ist Südküste, er ist hier Top-Tier mit Tier 10. Und ich bin sehr gespannt, weil der Schaden, OMG, der dürfte abnormal sein. Es wird hier für, glaube ich, sehr viele was dabei sein. Die Teams sind sehr ausgeglichen, beide sind von Tomaten bis Orangen über Bananen und am Ende Limetten. Limetten ist gut. Keine Gurken. Gurken ist Apfelschwert. Limetten vertreten. Und dementsprechend bin ich selber sehr gespannt, was er hier macht und was er hier reißen kann. Am Ende des Kampfes wird er 42 Schuss abgefeuert haben. Allein nur da, um die Relation mal zu zeigen. Er hat in Summe überhaupt nur 50 dabei. Also, der wird hier fleißig sein. Waffenträger auf E100. Schon gespottet, er fährt hier direkt in die Mitte. Und da ist jetzt ein IS-8. Der prallt noch ab. Dann kriegt er schon den ersten Hit vom T-62A. Der T-62A schießt jetzt und jetzt kommt er hier gut drauf. Schöner Hit schon direkt. Die beiden Brüder im Geiste, kann man ja sagen. Nochmal Hit. Und nochmal. Jetzt wollen sie ihn hier rushen, schaffen das aber nicht. Also er sorgt hier direkt für Stimmung in der Hütte. So, jetzt, ah, schade, der geht in den Boden. Auf jeden Fall. Jetzt auf den E75. Also man sieht hier Mitte, schön schnell aggressiv gespielt. Gegner kann ja gar nicht so viel tun, weil selbst wenn sie ihn jetzt hier rushen wollen würden, dann würden sie den Gegner schon, oh, jetzt HE-Granate auf den E100. Sehr gut. Weil selbst wenn sie ihn rushen würden, dann würde sein Team wiederum auf die Gegner schießen. Die HE-Granate hat leider nur 175 Schaden gemacht. Jetzt, das was ich meinte, IS-8 ist rausgekommen und kriegt schon die ersten Schellen. Wird hier mehrmals gekettet und kann hier fast nichts machen. Jetzt auf den E-75. Jetzt kann er hier den E-75 die ganze Zeit dauerketten. Sieht so aus, als ob er nichts mehr machen kann. Ja, der E-75 ist hier. Er gibt sich schon fast seinem Schicksal. Kette ist im Arsch. Er selber kann nicht mehr reparieren. Und dementsprechend wird er jetzt rausgenommen. Munitionslager und weg ist es. Brutal, was hier gleich direkt passiert. Jetzt auf den IS-8. Schon 4000 Schaden, da ist der Helm. Und direkt nochmal. Er macht hier einen brutalen Druck in der Mitte. Das ist ja Wahnsinn. Und das mittleren Panzer. Kein schwerer Panzer oder irgendwas stark gepanzertes, sondern nein. Mittlerer Panzer. 1 zu 3 steht es, 4400 Schaden gemacht und der Waffenträger nimmt den IS-8 raus. So, jetzt fahrt er hier Richtung Mitte, kommt dann da auf dem WZ drauf. Sein Team ist unten rechts, aber stark in der Bredouille. Da werden sie jetzt überrannt. Der Waffenträger steht da etwas ungünstig, dann muss man ja eigentlich sagen, also supporten kann er da eher wenig. Auch der T-49, aber gut. So, jetzt auf den WZ. Der Reload ist sehr schön, sehr angenehm. Schöner Durchschlag. Aber ich würde ihn ja gerne nochmal präsentieren, aber es ist ja hier am laufenden Band. Was hat er mit normal? 264 und macht den Killshot mit 88. Und was hat er mit Premium? 330. Also wirklich ein Durchschlagswert, den man so stehen lassen kann. 4 zu 8 leider schon für den Gegner. Er allerdings hat schon 5449 Schaden. Und jetzt muss er mal zurück. Er schreibt Cap, ist die Frage. Probiert er jetzt zu cappen? Ne, er will, dass der T-49 zum Cappen fährt. Sehr sinnvoll eigentlich. Damit könnte man die Gegner jetzt oder das noch so ein bisschen vielleicht retten, wenn man hier durch Cap siegt. Jetzt kommt allerdings hier der M103. Oh, ich bin schon selber so aufgeregt und nervös, weil es hier einfach so zur Sache geht.
M103 wird jetzt hier beschossen. Kommt hier gut auf ihn drauf. Er selber ist scheinbar sogar noch getarnt. Weil er ist... Ah, ne, jetzt bekommt er den Hit. Da konnte er leider nicht. Jetzt kommt der T49 da vorne rum. Der schießt in den Boden mit seiner Kanone, Gott sei Dank. Weil die würde nerven. So, T49 ist raus, wurde von der Badgett eliminiert und jetzt auf den M103. Der ging nicht durch, hat den Abprall aber jetzt und er ist der Schnellere im Nachladen. M103 zieht sich zurück, vielleicht auf die Kommandantenkuppel und ja, er nimmt ihn raus. Sehr schön. 6951 HP hat er dem Gegner schon abgezogen. Jetzt der Conqueror in der Mitte, auf den dürfte er recht schnell drauf kommen. Aber ja, jetzt kommt er auf den drauf. Hit Nummer 1, Gegner fangt das Cappen an. Und Nummer 2 und weiter geht's. Hinter ihm kommt jetzt ein Objekt hoch. Das lässt er aber jetzt mal links liegen, ist auch sinnvoll, weil er muss jetzt die Cappen, weil der Waffenträger ist da hinten einzig und allein und der schafft's nicht, mal eben schnell so zu die Cappen. Und jetzt ein Tiger auf einmal von der Seite. Gott sei Dank, aber kein Damage. Ah, jetzt ist er auch der Letzte. Jetzt wird es natürlich bitter. Wie soll er das denn schaffen? Badger schreibt Idiot 140. Verstehe ich jetzt mal ganz und gar nicht, warum er jetzt hier der Idiot sein soll. Er schreibt nur verstanden. Alles klar. So, und jetzt auf dem WZ-111. Der schießt mit HE sogar. Vielleicht noch vom Waffenträger geladen gehabt. Also, was der Badger jetzt schreibt, warum er sich hier alleine gelassen fühlt, verstehe ich nicht, weil er musste zurückfahren. So, jetzt nimmt er den WZ auch noch raus. Der fünfte Kill, 8500 Schaden gemacht. Und jetzt den ST. Kann er den noch zurücksetzen? Centurion hinter ihm. Oh, kriegt hier, wird hier in Brand gesteckt. Jetzt kettet er ihn. Damit setzt er den Cap zurück. Nochmal der Hit. Und jetzt bekommt er auch noch von hinten die Hits. Das war's wohl leider. Aber er macht ja nochmal einen. Und er ist jetzt leider raus. Hat jetzt 5 Kills hier in seinem flammenden Inferno gemacht, wie man schon so schön sagen muss. Immer wieder schön auch zu sehen. 9483 angezeigt, 9791 aber effektiv gemacht. Brutale Runde des Panzers, mehr als verdient. Und ihr seht auch mal wieder eine Niederlage, weil auch Niederlagen gibt es in dem Spiel. Nichtsdestotrotz eine wirklich ja fantastische Runde. Mir fehlen alle Worte. Ich hoffe, euch hat es in etwa zumindest nur minimal genauso gut gefallen wie mir, weil dann hat es euch auch viel Spaß bereitet. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.